on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my off. Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute an, welchen Editor, besser gesagt, welche zwei Editor ich am besten finde, welche ich auch verwende und warum ich die verwende und was die für Vorteile im Vergleich dazu haben. Außerdem schauen wir uns auch an, wieso ich nicht nur einen verwende, sondern gleich zwei. Genau, ich würde sagen, let's go! Okay, wir sehen jetzt hier die Editoren, die am häufigsten verwendet werden. Und ja, ganz klar, Visual Code Studio hat hier gewonnen. 50,7% verwenden das. Ist auch ein guter Programmier-Editor. Und ja, ist logisch, dass der so häufig verwendet wird. Dann haben wir hier Notepad++. Haben wir mit 30%. Vim kennen vielleicht viele nicht, ist so ein Profi-Editor, also für die wirklichen Nerds, sage ich jetzt mal. Und Sublime Text ist auch ein cooler Editor und Atom. Den verwenden aber nur 13%. Gut, ich würde sagen, wir besprechen jetzt nochmal, was ich verwende. Also ich verwende, wie ihr hier vielleicht schon seht, Visual Studio Code und Sublime Text. Aber warum verwende ich die ganzen? Und warum verwende ich überhaupt zwei? Also ganz einfach, Visual Studio Code, ey, was ist heute los, hat eben ziemlich viele Funktionen. Also wir können hier unseren Code direkt ausführen im Editor und das ist ziemlich praktisch. Einfach hier oben auf den Knopf drücken, auf den Pfeil und schon passiert was Lustiges, also der Code wird ausgeführt. Genau, hier haben wir auch eine schöne Übersicht, falls wir größere Programme haben, ist auf jeden Fall der hier zu empfehlen. Und ja, den verwende ich auch. Ich mag es auch, dass er in Schwarz gehalten ist. Und hier gibt es auch noch ein geiles Plugin, das zeige ich euch später. Damit wird dann über künstliche Intelligenz oder Machine Learning werden eure Befehle automatisch vervollständigt. Also wenn wir jetzt hier Print machen, sehen wir ja hier auch mal, was wir damit machen können und es wird halt automatisch vervollständigt oder Befehle geschlagen. Nur diese Befehle hier werden nach Alphabet vorgeschlagen. Wir sehen jetzt hier P und wo I drin ist und durch dieses Machine Learning Plugin können wir eben dann auch kann es unseren Code analysieren und versteht ungefähr, was wir programmieren wollen und schlägt uns relevantere Befehle vor. Genau. Dann zu meiner Empfehlung jetzt. Ich empfehle euch auch immer einen zweiten Editor zu verwenden, da Visual Studio Code, ich kann es irgendwie nicht aussprechen, ziemlich heavy ist, also ziemlich groß, ziemlich schwer wegen den ganzen Funktionen. Und deswegen verwende ich auch immer noch einen leichten Editor. Hier habe ich früher das Notepad++ verwendet. Das habe ich gar nicht mehr drauf, wie es ausschaut. Ich dachte, ich habe es noch drauf. Aber das ist auch, Notepad++ ist auch ziemlich schwer. Und ich wollte irgendwas Schnelleres und Leichteres, falls ich mal schnell eine kleine Textdatei bearbeiten will. Deswegen habe ich mich für Sublime Text 3 entschieden. Und hier, wir sehen, wie schnell er sich gerade geöffnet hat. Ziemlich schneller und kleiner Editor. Damit können wir halt alles editieren, Textdateien und so weiter. Und mir gefällt auch das Syntax-Highlighting von dem ziemlich gut. Wir können auch hier an zwei Stellen gleichzeitig schreiben. Das finde ich auch relativ cool. Also hier so Hallo zum Beispiel rein. Da können wir halt auch relativ effektiv arbeiten. Und das machen wir mit der Steuerung und Shift, falls euch das interessiert. Und dann eben an die Stelle klicken. So, wir können auch an drei Stellen arbeiten und so weiter. Hat coole Features, deswegen verwende ich den auch echt gerne. Und hier an der Seite können wir auch wieder den Code Review machen, falls wir jetzt größere Programme haben, die ich jetzt hier gerade nicht da habe. Genau.
Dann schauen wir uns nochmal an, wieso die anderen nicht. Notepad ⁇ habe ich ja schon erwähnt, war mir zu viel Zeug drin, was bei Visual Studio schon enthalten ist. Und deswegen brauche ich da eins, da brauche ich nicht zwei so schwere Editoren. Dann Vim. Ja, Vim ist halt so, ja, wenn du die ganze Zeit nur im Keller verbringst, so gefühlt. Also für die richtigen Profis hier navigiert man auch nur mit der Tastatur. Also man kann hier auch gar nicht mehr so rumklicken wie hier an irgendwelche Stellen hinspringen. Man muss sich auch sehr tief in Vim einarbeiten, um damit zügig zu arbeiten. Ansonsten für einen Anfänger Katastrophe, mit dem zu arbeiten, aber auch für Fortgeschrittene ziemlich schwer. Also man muss es wirklich lieben, mit der Tastatur zu arbeiten und ja, gerne sich da reinfuchsen, also wollen. Genau. Dann Atom ist sowas wie Sublime. Könnt ihr auch verwenden an Sublime, aber ich mag halt das Sublime lieber wegen dem Feature, dass man da auch an zwei Stellen gleichzeitig schreiben kann. Jo. Genau. Das war's hier an meiner Stelle schon wieder. Jetzt wisst ihr, welche zwei Editoren ich verwende. Gut, dann zeige ich euch noch dieses coole Plugin, von dem ich vorher gesprochen habe. Um Plugins zu installieren, gehen wir hier auf diese vier Klötze und das Plugin heißt Kite. Wir suchen das hier und wir sehen hier Kite AI Auto-Completion, Auto-Complete. Klicken hier einmal auf Install. Dann klicken wir hier auch nochmal auf Install. Und dann klicken wir die Meldung hier weg. Das ist auch zum Beispiel, das hat man bei Sublime nicht, dass man hier unten eben die ganze Zeit irgendwelche Pop-ups hat. Deswegen eben die zwei Editoren. Und wir haben es jetzt hier schon installiert und jetzt können wir hier auch programmieren. So, ich hoffe, das Video hat dir mal wieder weitergeholfen. Wenn es dir weitergeholfen hat, freue ich mich über ein Like und ein Sub und die Glocke nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich dir wieder einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Programmieren und mach's gut, bis zum nächsten Video. Peace!